herzlich willkommen bei der Moderatio Online Academy. Ich bin heute im Gespräch mit meiner Kollegin Monique Lampe und mit Jörg Ritscher von Theater Interaktiv. Hallo ihr beiden. Schön, dass wir heute über euer neues Angebot sprechen können. Ich fange gleich mal direkt an. Was habt ihr denn vor? Also wir möchten gerne auf ein ganz besonders neuartiges Online-Event verweisen, eine Erfahrung den Teilnehmern bieten, die sie vielleicht so noch gar nicht virtuell erlebt haben. Und das klingt nicht nur spannend, sondern das ist es auch. Unser Event soll als Modell für lebendige Online-Interaktionen dienen. Mit Dialog, mit Spaß, mit vielen Impulsen für alle, die dabei sind. Wow, da habt ihr euch ganz schön viel vorgenommen. Euer Angebot heißt ja Homeoffice und Digitalkultur. Geht da noch mehr? Und das war nicht die Frage, sondern der Titel. Und meine Frage ist, was meint ihr damit? Geht da noch mehr? Digitalkultur ist momentan ein ganz, ganz großes Thema. Und viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, diese Isolierung, in der sich manche Menschen befinden, aufzuheben. Und da geht es immer wieder um das Thema Beteiligung, wirklich mit dabei sein, wirklich Teil sein, so ein Wir-Gefühl auch ermöglichen. Und das haben wir uns für unser Angebot auf die Fahne geschrieben. Gerade beim Thema persönlicher Kontakt, da geht sicherlich noch viel, viel mehr. Viele Tools, die aktuell eingesetzt werden, die sind mehr auf fachliche Zusammenarbeit ausgerichtet. Und was wollt ihr dem entgegensetzen? Ja, nicht unbedingt entgegensetzen. Wir nutzen natürlich auch gewisse Tools, um unseren Online-Event lebendig zu gestalten. Aber wir richten eben den Fokus darauf, wie Technik eingesetzt und wie moderiert wird, damit sich die Teilnehmer und Moderatorinnen dann auf Augenhöhe begegnen können. Und noch was zu Theater Interaktiv. Wie üblich arbeiten wir natürlich auch mit Schauspielern, die mit und für uns dann die Herausforderungen zum Thema Homeoffice darstellen. Und an wen richtet sich euer Angebot? Das sind im Prinzip alle Menschen, die zurzeit Online-Veranstaltungen gestalten oder moderieren, vielleicht auch designen und die auf der Suche nach neuen Impulsen sind, die weggehen vom Frontalen hin zum Interaktiven. Unser Angebot richtet sich eigentlich an alle, die Online-Events mit hoher Teilnehmeraktivierung und mit einem gewissen Erlebniswert gestalten wollen. Vielen Dank, Monique. Vielen Dank, Jörg, für eure Zeit und die Darstellung eures Angebots. Ich bin gespannt. Sehr gern, David. Wir sind es auch und wir freuen uns über jeden, der dabei sein wird.